willkommen auf meinem Kanal, willkommen auf einer Reise mit Phoenix und zwar in die Niederlande und nach Belgien. Wir sind gespannt. Da liegt sie, die MS Assara Phoenix Reisen. Ja, wir fahren heute in Deutz ab, wegen des Wasserstandes vom Rhein. Nicht wie geplant, direkt in Köln. Die MS Assara ist aus dem Jahr 2017. 135 Meter lang und 11,4 Meter breit. Vier Decks und sie fasst 190 Passagiere. Die Bordsprache ist Deutsch und Bordwährung Euro. Die schön eingerichtete Lounge mit Tanzfläche und Barbereich. Kaffee- und Kuchenzeit in der Lounge von 2:30 bis 5 Uhr täglich. Liebe Gäste, ich werde Sie jetzt nicht vom Schauen und vom Staunen abhalten. Legen wir in Köln ab und es geht rein abwärts. Frühaufsteher, Frühstück in der Lounge. Das Restaurant 4 Jahreszeiten zum Frühstück. Mit ein wenig Vorbereitung ist ein Bummel durch Amsterdam auf eigene Faust kein Problem. Eine weitere Ausflugsmöglichkeit in Amsterdam ist, mit der Fähre für gratis auf die andere Seite zu fahren und dort befindet sich der Edam-Turm. Thank you.
die Hauptstadt Amsterdam, der Niederlande. Ja, man muss auf die Fahrräder einfach aufpassen, gerade auch wenn man filmt und fotografiert und guckt. Fahrrad hat hier Vorfahrt, also aufgepasst. Ja, das Grachtensystem, das reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert in das sogenannte Goldene Zeitalter. Ja, und das Museumsviertel ist auf jeden Fall ein Gang wert, ist natürlich etwas weit vom Schiff, an die über 2 Kilometer eine Strecke. Wer aber gut zu Fuß ist, der schafft das. Eine Grachtenfahrt ist fast ein Muss in Amsterdam. Ja, die Anleger sind nicht weit, ungefähr 10 Minuten fußläufig. Ja, und natürlich bietet das Schiff auch Ausflüge an für eine Grachtenfahrt. Medemblick konnten wir nicht direkt anlaufen. Dafür haben wir in Saandam angelegt und es wurden Transferbusse in die Orte der eigentlichen Route zur Verfügung gestellt. So fuhr ein Bus morgens nach Medemblick kostenlos für die Gäste und nachmittags nach Enkhuizen. Wir sind aber nachmittags durch Saandam geschlendert. Das war auch toll.
morgendliche Einfahrt nach Rotterdam. Der Blick aus der Kabine in Rotterdam. Um 9 Uhr trifft noch die Anesha von Phoenix Reisen ein. Dann liegen wir hier im Päckchen und die Gäste der Anesha müssen bei uns über das Deck gehen, um an Land zu gelangen. Jetzt trifft noch ein drittes Schiff von Phoenix ein, die Anna Katharina. Im Zentrum der Stadt von Rotterdam ist die tolle Markthalle, die sollte man auf keinen Fall verpasst haben. Aus dem Jahr 2014 ist hier ein tolles Gebäude, sie öffnet um 10 und ist nicht weit vom Anleger entfernt. Und die Decke alleine in der Halle, das ist so ein toller Anblick und so toll bemalt. Ja, einfach selber mal reingehen. Die Würfelhäuser vom Architekten Piet Blom liegen genau gegenüber der Markthalle. Der alte Fischereihafen von Rotterdam.
den Ausflug nach Delft, Den Haag. Jetzt sind wir gerade in Delft angekommen. Ja, sehr windig heute hier, aber das wird sich ja auch wieder geben. Ein großer Platz in Delft und dies ist das Delfter Rathaus. Delft ist eine Universitätsstadt in der Provinz Südholland. Naja, und wohl allen bekannt durch das Delfter Porzellan. Das haben wir ja eben im Film schon gesehen, genau. Die Stadt liegt zwischen Den Haag und Rotterdam. Genau, und hat auch viele Kanäle. Schifffahrt auf den Kanälen machen, wie fast überall in den Niederlanden. Und früher war es eine blühende Handelsstadt im goldenen Zeitalter. Ja, heutzutage hat man auch einige Sehenswürdigkeiten. Gleich sehen wir noch welche hier im Film. Geht es durch Den Haag, das Regierungsviertel. Dies hier ist das Theater. Jetzt sehen wir hier den Friedenspalast in Den Haag. Strandbad Scheveningen, unweit von Den Haag.
Heute essen wir im Spezialitätenrestaurant am Heck und wir laufen gerade aus Rotterdam aus. Vor dem Essen gibt es ganz leckere, knusprige Brötchen, immer ein anderer Dip oder Butter dazu. Wildkräutersalat als Vorspeise, Spinatcremesuppe mit Artischocken. Zarte Schweinemedaillons, alles im Spezialitätenrestaurant am Heck. Das Rumpsteak vom Black Angus Rind in der Version Well Done. Als Dessert gibt es einen Marillenknödel mit Vanillesoße. Jetzt sind wir angelandet in Antwerpen und machen einen Ausflug nach Gent. Das gibt es als Transfer oder geführten Ausflug. Normalerweise wären wir im Gent-Außenhafen, aber aufgrund von Schleusen und Wetterbedingungen hat sich die Fahrt etwas geändert. Ja, in Gent, der Vormittag ist leider sehr verregnet, aber trotzdem werden wir uns ein paar Sachen anschauen. Gent ist aus einer keltischen Ansiedlung im Mündungsgebiet der Schelde entstanden. Der Phoenix Regenschirmverleih, eine tolle Sache. Die Hafenstadt Gent hat eine mittelalterliche Architektur. Das Rathaus von Gent. Jetzt geht's auf einen Ausflug in das mittelalterliche Brügge. Brügge hat noch einen Hafen, der heißt Seebrügge und ist ein bedeutendes Zentrum für die Fischerei und den europäischen Handel. Jetzt machen wir einen geführten Spaziergang durch Brügge. Die Busfahrt hat von Antwerpen 1,5 Stunden gedauert.
Die Liebfrauenkirche von Brügge ist 122 Meter hoch. Rathaus von Brügge ist übrigens älter als das Rathaus in Brüssel. Gleich daneben die Blutkirche. Das Carolin, also Glockenspiel, umfasst 47 Bronzeglocken aus dem 17. Jahrhundert vom Belfried aus Brügge. Atomium Belgien. 24 Millionen Euro hat die Restauration gekostet. 9 Kugeln, 9 Provinzen. Ja, inzwischen hat Belgien 10 Provinzen. Die Hubertusgalerie, ja, die besteht viel aus belgischem Marmor. Das ist der rötliche, der helle kommt aus Italien. Die Galerie wurde 1847 eröffnet. Eine weitere belgische Spezialität ist der Coupadon, auch Gänse Neuze genannt, wegen einer gewissen Ähnlichkeit mit einer Nase. Zur Herstellung wird in großen Kesseln Zuckermasse verrührt und Aromen sowie Gummi Arabicum als Verdickungsmittel hinzugefügt. Die klassische Geschmacksrichtung ist Himbeere. Das Rathaus am großen Marktplatz in Brüssel.
Kim und Struppi als Hausmalerei. Natürlich muss ich jetzt auch mal so eine Waffel testen, ob sie wirklich so gut ist, wie man sagt. Straßenname Belgien, zweisprachig, oft sogar dreisprachig, sogar noch in Deutsch. Jetzt machen wir noch einen kleinen Stadtbummel durch Antwerpen. An der Schelde gelegen, blickt Antwerpen auf eine Geschichte bis ins Mittelalter zurück. Tausende Diamantenhändler, Schleifer und Polierer waren hier angesiedelt. Das Rathaus von Antwerpen ist ein Renaissancegebäude und hat sowohl flämische als auch italienische Einflüsse. Der Bahnhof von Antwerpen gilt auch als Sehenswürdigkeit. Er liegt neben dem Tierpark und dem Diamantmuseum. Man fühlt sich wie eine Jahrhundertwende zurückversetzt. In der Liebfrauenkirche Antwerpens befinden sich zwei Rubens-Gemälde. Zum Abschluss in Antwerpen und Belgien gibt es jetzt nochmal original belgische Pommes. Burg Steen, das ist die Stadtburg von Antwerpen. Ja, da gehen wir jetzt dran vorbei und schon sind wir am Anleger. Wir legen ab aus Antwerpen. Ja, nun regnet es wieder, tagsüber war es trocken und der Brüssel-Ausflug, der war echt super. Und nachmittags blieb noch Zeit für Antwerpen. Das ist der letzte Punkt unserer Reise, Nimwegen, die älteste Stadt von den Niederlanden.
Wir sind auf einem Samstag in dem Regen. Ja, und es ist Markttag. Viel zu sehen. Die 12 Apostel an der Kirche. In Nimwegen befindet sich ein Fahrradmuseum. Die St. Nikolaskirche im Walkhofpark. Emmerich am Rhein hat die längste Hängebrücke Deutschlands. Sie ist 803 Meter lang. Die einwöchige Reise geht zu Ende und diesmal liegen wir gegenüber vom Dom. Danke fürs Zusehen. Gerne schaut euch auch die anderen Reisevideos auf meinem Kanal an.